Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte, die herausgegeben wird von RIO, der Revolutionären Internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist die nationale Frage am Beispiel von Palästina. In diesem Vortrag geht es um die marxistische Methodik zum Verständnis der nationalen Frage, die am Beispiel der Kolonialisierung von Palästina aufgemacht wird. Außerdem geht es um die Bedingungen der permanenten Revolution in der Region. Dieser Vortrag wurde aufgenommen am Sommercamp von Rio. Heute reden wird Baran Serhat, der eine Ausbildung zum Erzieher macht. Okay, wir beginnen mit der marxistischen Theoretisierung der nationalen Frage. Okay, passt. Zunächst habe ich das Zitat von Engels rausgesucht, das glaube ich auch einigen bekannt ist, wo er sagt, ein Volk, das andere unterdrückt, kann sich nicht sich selbst emanzipieren. Und dabei bezieht sich Engels auch auf eine Perspektive der Emanzipation, die er für die Klasse der unterdrückenden Nationen für geschlossen hält, also diese Befreiungs-Emanzipationsperspektive, wenn sie zwei Aufgaben nicht erfüllen kann. Die erste Aufgabe ist, dass sie sich für die Niederlage ihrer eigenen Bourgeoisie setzen soll, um das Vertrauen der unterdrückten Völker oder des unterdrückten Volks zu gewinnen. Und die zweite Aufgabe ist, dass ihre Allianz oder ihre Solidarität mit dem unterdrückten Volk sich niemals auf eine Dienstleistung, Hilfeleistung, auf einen Assozialismus beschränken lässt, weil indem das Proletariat sich emanzipiert von ihrer eigenen sozusagen Bourgeoisie und auch dem unterdrückten Volk die Hand reicht, entsteht daraus sozusagen eine Perspektive, die über lokale Verhältnisse hinausgehen, sich auch sozusagen regional entwickeln. Ich werde das anhand des Zitates von Trotzki ausführen. Aber diese zwei Aufgaben bzw. das Verständnis von Emanzipation bringt Engels zum Ausdruck. Und wir sehen ja auch, dass im Falle von Palästina die israelische Arbeiterinnen mit einer Tatsache sozusagen täglich, ich würde nicht sagen, also sowohl konfrontiert, aber auch damit einfach verschmolzen, dass sie Teil eines Besatzungsstaates ist, eines Apartheids, wie wir das definieren, und in eine Illusion hat, sie würde über die palästinensischen Arbeiterinnen stehen. Und das ist auch eine politische und materielle Hürde vor der Emanzipation. Das war das erste Zitat, wie Marxismus sozusagen Marx Engels zu der Zeit auch methodisch und politisch sich mit der nationalen Frage beschäftigt haben. Das zweite Zitat ist von Lenin, wo er ausführt, gerade dass die Völker zusammenleben können, ist das Selbstbestimmungsrecht die Garantie dafür, dass das Zusammenleben auf Freiwilligkeit geschieht. Deshalb muss der Internationalismus seitens der unterdrückenden oder sogenannten großen Nation
darin bestehen, nicht nur die formale Gleichheit der Nationen zu beachten, sondern auch solch eine Ungleichheit anzuerkennen, die seitens der unterdrückenden Nation, der großen Nation, jene Ungleichheit aufwiegt, die sich faktisch im Leben ergibt. Wer das nicht begriffen hat, der hat die wirklich proletarische Einstellung zur nationalen Frage nicht begriffen. Es war damals anlässlich der Autonomisierungsdiskussion in Bezug auf Georgien, wo Stalin mit Dzerzhinsky eigentlich von oben herab die Angliederung Georgiens an die Sowjetunion vollzogen haben und Lenin mit dieser Methode seine Unzufriedenheit ausgedrückt hat, weil er meinte, dass das doch die unterdrückten Völker aus dem zaristischen Russland triggert, sie nochmal an ihre Erfahrungen, Gräueltaten des Zarismus erinnert und dass sozusagen die Bolschewiki mit so einer Politik, mit so einer Methode das Vertrauen der unterdrückten Völker nicht gewinnen können. Das Rezept von Bolschewiki nach der Oktoberrevolution war, das Selbstbestimmungsrecht ohne Wenn und Aber, ohne sozusagen Bedingungen zur Option zu stellen. Zum Beispiel die baltischen Staaten haben schon dieses Recht angewendet und die Trennung, sich für eine Trennung, Lostrennung entschieden. Normalerweise sind die Marxistinnen Prozentralismus. Weil das sozusagen auch ökonomische sozusagen Modell der Planwirtschaft entspricht, auch dass sozusagen die staatliche Struktur in einer zentralisierten Form produktiver, politisch sozusagen effektiver scheint. Aber wenn die Bolschewiki damals sich dafür entschieden hätten, mit Methoden des Zarismus unbedingt auf den Zentralismus des Staates zu beharren, würden sie zwar mit Programm, mit Ideologie, Politik gewisse Neuigkeiten aufzeigen, aber das elementare Recht eines unterdrückten Volkes, nämlich das Selbstbestimmungsrecht, ignorieren. Genau. Jetzt gehen wir zum Zitat von Trotzki über, weil das auch eine Überleitung ist zu dieser Position von Lenin. Mit der Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts nahm die bolschewistische Partei noch keinesfalls auf sich, Separatismus zu predigen. Sie übernahm nur die Verpflichtung, jegliche Art von nationaler Unterdrückung, auch der gewaltsamen Festhaltung irgendeiner Nationalität in den Grenzen des Gesamtstaates, unversöhnlichen Widerstand zu leisten. Nur dadurch konnte das russische Proletariat allmählich das Vertrauen der unterdrückten Völker gewinnen. Dabei gibt es zwei Aspekte zu berücksichtigen, das Predigen von Separatismus. Genau, das war nicht die Position. Indem wir das Selbstbestimmungsrecht anerkennen und auch gegen die staatliche Repression verteidigen, zum Beispiel unsere Genossinnen im spanischen Staat, die CRT, hat damals das Selbstbestimmungsrecht von Katalanen unterstützt. Also, dass sie das Recht ausüben dürfen und sollen, wenn sozusagen die Bevölkerung das so will. Aber die Position vom spanischen Zentralstaat war eine unterdrückende. Sie hat dann die politischen FührerInnen von AnführerInnen von der katalanischen Bewegung verhaftet.
Es gibt aber gewisse Unterschiede, wie wenn wir den Punkt Separatismus berücksichtigen. Im Falle von Kolonialländern, also wo es eine absolute militärische, politische Unterwerfung gibt, zum Beispiel Kurdistan, zum Beispiel Mapuche-Bevölkerung, zum Beispiel Nordirland. Palästina gehört auch dazu, weil Gaza kein Staat ist, sondern Freiluftgefängnis. Und die Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas, und wir werden darüber sprechen, hauptsächlich eine bürgerliche, anpasslerische sozusagen Funktion erfüllt. Und dass diese Autonomiebehörde auch ziemlich beschränkt ist in ihren Handlungsfähigkeiten. Im Falle also der Kolonialländer sagen die Bolschewisten schon, sie haben absolut die Pflicht, die Notwendigkeit, auch die Lostrennung, also die Befreiung zu erreichen. Deswegen unterstützen wir auch zum Beispiel die Befreiungsbewegungen aus den kolonialisierten sozusagen Völkern. Aber diese Unterstützung bedeutet nicht, dass wir sozusagen eine programmatische politische Diskussion überspringen oder für nachgeordnet erklären, indem wir unsere Unterstützung zeigen, indem wir unsere Solidarität zeigen, sehen wir uns auch Teil der Front der Befreiungsbewegung und sehen wir uns natürlich in der Rolle, über die Strategien, die Perspektiven sozusagen zu diskutieren. Das ist das Recht auch sozusagen von Kommunistinnen, von bolschewistischer Tradition, bei den Befreiungsbewegungen auch für die Diktatur des Proletariats zum Beispiel zu Losungen zu entwickeln, Politik zu machen. Das ist, wie Trotzki auch die permanente Revolution konzipiert, die Theorie der permanenten Revolution. Er stellt fest, dass die bürgerlichen Revolutionen und die Bourgeoisie mit den Erfahrungen von 48, 1848, also wo das deutsche und französische Revolutionen sozusagen gegen Absolutismus gescheitert sind, also in Frankreich weiß kein Absolutismus, aber in Deutschland, wo die Bourgeoisie sich eher mit dem Absolutismus einigte, statt sozusagen mit dem Bauerntum, mit den Arbeiterinnen eine selbe Front zu bilden. Weil die Bourgeoisie gemerkt hat, aus den Lehren der Französischen Revolution auch, dass sie schon Zwischenformen, Konsens entwickeln kann mit dem Absolutismus, weil, also so entwickelt auch sich Deutschland, also 1841, es entsteht eine konstitutionelle Monarchie in Deutschland, eine sozusagen Mischung von kapitalistischer Ökonomie, aber auch sozusagen von Übergehen des Absolutismus oder der Monarchie sozusagen in diese Stufe. Genau. Diese Erkenntnisse, dass die demokratischen Fragen im Rahmen des Kapitalismus auf bestimmte Elemente sozusagen ungelöst bleiben, dass die kapitalistische Klasse keine Mission hat, sozusagen die Revolution als Motto auch der geschichtlichen Entwicklung zu betrachten, eher dafür ist,
sozusagen die Techniken und den Staat dermaßen effizient zu nutzen, um Mehrwertschöpfung sozusagen voranzutreiben, haben wir auch sozusagen mit Erfahrungen des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts die Schlussfolgerung, hat Trotzki auch gezogen, 1905, mit Ergebnissen und Perspektiven, dass die Arbeiterinnenklasse sowohl die Führung über die demokratischen Rechte, demokratischen Forderungen, als auch die Überleitung, sozusagen das Kombinieren von demokratischen Rechten mit sozialistischen Forderungen, mit sozialistischer Planwirtschaft, einzig und allein machen kann. Und ab dem Zeitpunkt sagt Trotzki, dass es nicht eine Formel braucht, zuerst die bürgerliche Revolution im zaristischen Russland und dann die sozialistische Revolution. Also er lehnte diesen Etappismus ab. Das war eine Diskussion damals. Die zweite Formel war damals von Lenin, die demokratische Diktatur von Proletariat und Bauerntum. Und genau, die Trotzkis Formel war, dass das Proletariat das Subjekt ist, die Gesellschaft anzuführen, die sozialistische Gesellschaft aufzubauen, anzuführen und auch die Revolution dabei anzuführen. Genau, das ist sozusagen die Position der permanenten Revolution, und ich werde immer wieder sozusagen diese Konzeption der permanenten Revolution einfließen lassen, um ein komplexes Verständnis von der nationalen Frage und den Umgang damit auch zu, ja, weil es ein sehr komplexes Thema ist und wir müssen das sozusagen in der Gesamtheit verstehen. Genau. Die erste Diskussion ist eigentlich eine aktuelle, bevor ich sozusagen zu Ursprüngen rübergehe, die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Wir kennen ja die IHRA-Definition, den 3D-Test, Dämonisierung, Delegitimierung und ja. Mit dieser Formel 3D-Test, der ja sozusagen von einem rechten israelischen Politiker als Arbeitsbegriff entwickelt wurde und ziemlich pseudowissenschaftlich ist, versuchte sozusagen auch der zionistische Staat und die und seine imperialistischen Verbündete den palästinensischen Widerstand und überhaupt die Perspektive, die Ansicht, dass die Palästinenserinnen von Zionismus unterdrückt werden, sich in einem Besatzerstaat befinden, dass sie sich sozusagen davon befreien, emanzipieren wollen, verunmöglicht. Diese 3D-Test hat stattdessen die unterdrückten Palästinenserinnen und auch die Aktivistinnen, dazu gehören auch selbst sozusagen antizionistische jüdische Aktivistinnen, kategorisiert als potenzielle sozusagen Antisemiten oder direkte Antisemiten. Und die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus, entwickelt auch von zahlreichen sozusagen Akademikerinnen, Wissenschaftlerinnen, versucht eine gewisse Differenzierung zu machen und fokussiert sozusagen die Definition auf Elemente, wie der moderne Antisemitismus sich bedient. Und genau, einem schon über tausendjährigen christlichen Judenhass,
Und dazu gehört auch, weil es sich sozusagen auch entwickelt, sozusagen auch einen muslimischen Judenhass, also eine sozusagen aufgrund der Religionsangehörigkeit, der Kultur sozusagen, bestimmte Erniedrigungen, bestimmte sozusagen auch Unterstellungen, Vorwürfe, Feindbilder zu schaffen. Zweitens, was die Rechte sehr oft benutzen auch und was bis heute sozusagen auch andauert, Verschwörungstheorien und Mythen über die damit einhergehen mit Geheimpläne der Herrschaft eines des Judentums. Und Gleichsetzung von Israel mit seinen Gräueltaten mit dem Judentum. Also die Juden dem israelischen Staat sozusagen angliedern. Den israelischen Staat als eine Repräsentation und als auch sozusagen Repräsentation der Juden zu sehen und den Juden auch sozusagen die Verantwortung zuzusprechen für die Gräueltaten. Genau, Angriffe auf Synagogen, jüdische Gräber oder aufgrund der Zugehörigkeit zum Judentum bestimmte Benachteiligungen, Leugnungen von Holocaust. Genau. Ein Punkt, was die Jerusalemer Erklärung meiner Meinung nach verwässert, ist die Leitlinie 10, dass sie sagen, Juden im Staat Israel das Recht abzusprechen, kollektiv und individuell gemäß dem Gleichheitsgrundsatz zu leben. Das Problem ist nicht, dass sie sozusagen den Anspruch haben und das Recht haben, freiheitlich zu leben. Das Problem ist die Definition und die Charakteristik des israelischen Staates. Genau, dass dieser Punkt, wie wir mit dem Besatzerstaat umgehen, verwässert bleibt und ist auch eine politische und materielle Hürde, den Antisemitismus auch auf einer sozusagen korrekten politischen Grundlage zu bekämpfen. Genau. Warum habe ich die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus zum Beginn erklärt? Weil es schon darum geht, mit diesen Definitionen auch das Thema zu behandeln. Davor schon sozusagen ein Konzept vorzustellen. Ja. Kannst du nochmal diese Leitlinie 10 nochmal ganz kurz erklären? Judinnen im Staat Israel das Recht abzusprechen, kollektiv und individuell gemäß dem Gleichheitsgrundsatz zu leben. Mhm. Im Grunde genommen hatten alle sozusagen Staatsbürgerinnen in deinem Staat das Recht, freiheitlich, kollektiv zu leben. Aber wir haben hier mit einem Besatzerstaat zu tun, der unserer Meinung nach zerstört werden muss. Mhm. Wie gehen wir damit um? Genau. Und zu Beginn die Idee eines Judenstaates, also wie das sozusagen zustande gekommen ist, weil es beginnt nicht zuerst mit dem britischen Mandat in Palästina, schon vorher beim Napoleonsfeldzug im Jahr 1798, wo er bis 1801 geblieben ist. Und es gibt auch eine Statue von Napoleon Bonaparte beim Akkon, wo er versucht hat, diesen Ort zu belagern, aber diese Belagerung scheiterte. Genau. Und das Ziel des Feldzugs war, französisches Mandat in Ägypten zu sichern und Vormachtstellung im Mittelmeerraum zu entwickeln, weil französischer Imperialismus mit dem britischen Imperialismus und Osmanischen Reich in Konkurrenz stand.
Und auf der Suche nach Verbündeten hat Napoleon Bonaparte auch pragmatisch sozusagen einen Vorschlag eingebracht, für Juden einen Staat unter französischem Schutz einzurichten. Und das Problem ist in allererster Linie, die Emanzipation eines unterdrückten Volkes kommt nicht durch Einmarsch eines imperialistischen Staates. Wenn Napoleon 1798 einmarschierte, nahm er nicht nur Soldaten, sondern auch eine große Gruppe von Wissenschaftlerinnen, Botanikerinnen, Biologinnen, Architekten und so weiter mit. Es ging ihm darum, eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme des Landes zu erstellen. Und der Orient benötige nach der zivilisatorischen Mission eine westliche Intervention, um fortschreitenden Wandel herbeizuführen. Und dieser Feldzug ist sozusagen im Rahmen einer kolonialistischen Intervention zu betrachten und als solche einzustufen. Letztendlich scheiterte Bonaparte auch sehr schnell, 3 Jahre danach, weil Großbritannien mit dem Osmanischen Reich paktierte. Genau, und danach entwickelte sich die moderne zionistische Bewegung. Ich habe Theodor Herzl als sozusagen Referent in dem Vortrag aufgenommen, weil er ja durch sein Buch, aber auch durch seine Aktivitäten im Rahmen der zionistischen Weltorganisation, die er mitgegründet hat, und auch durch seine Ansichten über europäischen Antisemitismus ziemlich interessante Figur ist eigentlich. Er sagte 1895, in Paris gelang ich, wie ich schon sagte, zu einer freieren Einstellung zum Antisemitismus. Ich begann, ihn historisch zu verstehen und ihm zu verzeihen. Vor allem erkannte ich, wie sinn- und nutzlos der Versuch ist, den Antisemitismus zu bekämpfen. Er vertritt einen pessimistischen Ansatzpunkt in der Hinsicht. Er sieht eine unveränderbare, inhärent unterdrückerische menschliche Natur. Er setzt das voraus. Angesichts der jahrelangen oder jahrhundertelangen antisemitischen Unterdrückung und dass sie kein Ende gefunden hat, nicht überwunden werden konnte, er war es sozusagen nicht so außergewöhnlich, dass er mit diesem eigentlich pessimistischen, aber auch auf der anderen Seite sehr konzentrierten Ansatz sich politisch engagierte. Konzentriert in der Hinsicht, dass es auf jede Kosten unbedingt einen israelischen Staat braucht. Abraham Leon, ein Trotzkist, jüdischer Trotzkist, verstand das Problem anders. Ich glaube auch materialistischer in der Hinsicht. Er versuchte anhand der Analysen von Klassengesellschaften und ihren Bedingungen den Antisemitismus, die Judenfrage, das Judenproblem sozusagen zu verstehen.
Er sagte, erst der moderne Kapitalismus hat das Judenproblem geschaffen, weil der Kapitalismus die jahrhundertalte Existenzgrundlage des Judentums zerstörte. Und damit ist ökonomische Existenzgrundlage vor allem gemeint. Er zerstörte die Feudalgesellschaft und mit ihr die Funktion der jüdischen Volksklasse. Wir sehen, dass Abraham Leon das Problem nicht in der menschlichen Natur untersucht, sondern konkret im Rahmen der Klassengesellschaft. Aber wenn Theodor Herzl sozusagen mit diesem pessimistischen und idealistischen Ansatz das Problem in der menschlichen Natur sozusagen untersucht hat, nur deshalb, weil die zionistische Bewegung, moderne zionistische Bewegung, auch eine schon, wie soll ich sagen, starke Rolle hatte oder starkes Engagement hatte, selbst mit dem Zaren, mit den eigentlichen Unterdrückern und Antisemiten auch Gespräche zu führen, sie davon zu überzeugen, dass die Juden in dem osteuropäischen und europäischen, westeuropäischen Raum eigentlich dazu gebracht werden sollten, dass sie auch das so anerkennen, dass die Siedlung die einzige Möglichkeit ist, sich vor Antisemitismus sozusagen zu schützen. So begann auch der erste Zionistenkongress in Basel 1897, wo die Resolution auch verabschiedet wurde, in Palästina eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte für diejenigen Juden einzurichten, die sich nicht anderswo assimilieren können und wollen. Und Theodor Herzl sagte in dem Buch Der Judenstaat, wie außenpolitische Beziehungen eines solchen Staates auch aussehen sollte: Für Europa würden wir dort ein Stück des Walls gegen Asien bilden. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen. Es war auch 1903 bei dem anderen sechsten Zionistenkongress die Diskussion ausgehend von dem Vorschlag von Großbritannien, Uganda als Heimatland zu schaffen. Das wurde auch von Theodor Herzl eingebracht als Vorschlag. Er stand schon positiv dazu. Also für ihn war nicht zum Beginn, es muss unbedingt Palästina sein. Es war schon auch eine pragmatische, flexible Sichtweise, unbedingt einen Judenstaat einzurichten, aber geografisch könnte sich das sozusagen anpassen. Es war zunächst als Zufluchtsort gegen Antisemitismus geplant, nach den Pogromen, vor allem nach dem Pogrom von Chisinau. Es wurde mehrheitlich abgelehnt, weil die allererste Resolution Loyalisten hatte, Siedlung in Palästina zu befürworten. Genau. Und die moderne zionistische Bewegung hatte auch eine doppelte Funktion, die sie erfüllen konnte. Einerseits für die Imperialisten, weil Theodor Herzl ja mit diesem Zitat, wie wir gemerkt haben, sich bereit erklärt hat, auch Vorpostendienst der europäischen Kultur gegen die Barbarei, sogenannte Barbarei zu leisten, einen Stützpunkt des Imperialismus in der Region zu haben, einen dauerhaften, und gleichzeitig ihren eigenen Stand in Palästina. Es ist daher keine Prophezeiung von Theodor Herzl gewesen damals, wenn er sagte, wir werden sehr harmonisch arbeiten können
mit den imperialistischen Mächten, sondern es war ein Staatsräson. Es war einfach das gefertigte Programm. Es gab 1916 ein Abkommen mit Faisal. Er war damals ein arabischer König, ja. Und dass die Vereinbarung war auch, und Faisal stimmte dem Abkommen zu. Und das Abkommen fand zwischen zionistischer Bewegung, Faisal und auch mit der Einmischung sozusagen von Großbritannien. Das Problem war, dieses Abkommen sicherte schon auch die Heimstätte für Juden. Das Problem war, dass dieses Abkommen nicht durchgesetzt wurde oder sich erfüllen konnte, weil davor die Großbritannien und Frankreich ein sogenanntes Sykes-Picot-Abkommen unterzeichneten, wo sie schon untereinander in der Region die Länder aufgeteilt hatten. Und ein solches Abkommen war in einem solchen Kräfteverhältnis gegenüber dem Abkommen von Großbritannien und Frankreich natürlich schwach, nicht erfüllend. Ich habe gesprochen, wie die zionistische Bewegung sozusagen sich engagierte, und sie bezog sich auch auf gewisse Realitäten. Und es ist sehr wichtig, dass wir sozusagen diese Realitäten auch verstehen, um kein halbes Programm zu entwickeln, sondern ein vollständiges Emanzipationsprogramm. Und dazu gehören natürlich auch, dass die Juden auch in eine Rolle des Subjekts, der Protagonistinnen etc. kommen, gemeinsam mit sozusagen arabischen, palästinensischen Arbeiterinnen in der Region den Besatzerstaat durch einen sozialistischen Staat sozusagen zu ersetzen. Und dass Antisemitismus auch in Europa, im zaristischen Russland damals extreme Notsituationen geschaffen hat. Periodisch fanden Pogrome statt. Periodisch gab es Fluchtwelle. Die zionistische Bewegung hat versucht, diese Fluchtwellen zu kanalisieren nach Israel. Aber zwischen 1881 und 1914 wanderten zwar 2 Millionen Juden aus dem zaristischen Reich aus, 1,5 in die USA. Also damals war eher USA der Ort, wenn sie geflüchtet sind. Für sie war das auch ziemlich unsicher, ehrlich gesagt, so diese Spekulation von Theodor Herzl, einen jüdischen Staat auf dem palästinensischen Boden einzurichten, und die konkrete Flucht, Not, Drang sozusagen, setzte voraus, eher sichere sozusagen Gebiete auch zu emigrieren. Es ändert sich die Situation, vor allem mit der faschistischen Machteroberung, aber schon in den 20ern beginnt das Problem der jüdischen Geflüchtetenfrage auch, wo sie vor Pogromen aus dem osteuropäischen Raum fliehen, aber weder Großbritannien noch Deutschland noch USA volle Einreisefreiheiten gewährleisteten. Sie haben im Gegensatz, wie wir heute kennen, Asylrecht verschärft. Natürlich mit mehr drastischen und offenen Mitteln. Und das war auch eine Möglichkeit für die zionistische Bewegung, Basis zu finden.
Sie haben, und das ist sehr interessant, um die Immigration Juden aus Deutschland nach Palästina zu erleichtern und gleichzeitig die deutschen Abschiebungen zu fördern, haben sie mit dem deutschen Faschisten Havara-Abkommen im Jahr 1933 vereinbart. Das war perfekt für antisemitisches Nazi-Regime, um die Geflüchteten, die Juden sozusagen abzuschieben und gleichzeitig ein Interesse von der zionistischen Bewegung vollkommen sozusagen desillusionierte und vollkommen deterministische Einstellung zu haben. Antisemitismus wird für immer bestehen, es ist unlösbar, wir brauchen den Staat unter zionistischer Führung. Das war die Gelegenheit auch für die zionistische Bewegung, diese Propaganda zu machen, diese Politik zu machen. Es gelang ihr auch ihnen, auch durch konkrete Siedlungspraxen, bis Ende 1983 wanderten über 200.000 Juden aus West- und Mitteleuropa nach Palästina ein. Genau. Dann gehen wir weiter mit dem britischen Mandat in Palästina. Es war während des Ersten Weltkriegs und schon davor eigentlich klar, dass Osmanisches Reich in eine Zersplitterungsperiode schon längst eingetreten ist. Und das Osmanische Reich ökonomisch hart kolonialisiert wurde. Vor allem von französischen und britischen Imperialisten. Und im Laufe des Ersten Weltkriegs fällt auch Palästina unter die Hände von Großbritannien. Und geopolitisch sehr wichtig, dieser Ort, weil Ägypten war bereits eine Halbkolonie. Und für Großbritannien war es wichtig, das östliche Hinterland des Kanals sozusagen abzusichern. Und wir werden auch später sehen, mit Suez zum Beispiel, Krise, Suez-Kanal-Krise, werden wir sehen, wie diese geopolitische, strategische Positionen auch später für große Krisen sorgen. Genau, und das britische Mandat in Palästina wurde gemäß der Balfour-Deklaration, er war ein Außenminister in England, eingerichtet 1922, also die englischen Truppen waren schon vorher da, also sie haben mit 500.000 Soldaten ein Protektorat eingerichtet und schon seit 1917 eroberte England das Land, 1920 bekam sie das Völkerbundsmandat und 1922 wird das sozusagen offiziell gemacht. Es umfasst zunächst sozusagen Westjordanland, Gazastreifen. Genau, sozusagen heutige Israel und die, es gab aber kurz danach eine Trennung vom Westjordanland davon, deswegen fokussierte sozusagen sich diese Stelle eher auf was historisches Palästina und die, also Chris Chaim Weizmann, der damalige Führer der zionistischen Bewegung, trat dann mit dem britischen Außenminister Balfour in Verbindung. Damals gab es 85.000 Juden in Palästina, 1914. Und im Laufe der Kriegs sank sogar diese Zahl auf 56.000. Und
Aber wenn, also mit dem Mandat, britischen Mandat in Palästina, werden wir sehen, bis zur Staatsgründung Israels bleibt das bis 48, wie die Siedlungen auch systematisch sich ausbreiten. Weil es eine Garantie gibt unter dem Schutz eines imperialistischen, einer imperialistischen Macht, diese Heimstätte für Juden an diesen Staat einzurichten. Genau. Die Siedlung nach Palästina ist eine wichtige Differenzierung, weil wir können nicht jede Flucht als eine geplante Siedlung betrachten. Das ist auch eine rechte Position. Zum Beispiel die identitäre Bevölkerung in Deutschland, Bewegung in Deutschland sagt, es ist Bevölkerungsaustausch geplant durch Migration. Oder Sarrazins Buch. Auf dieser Grundlage wird es eine pseudobiologische, pseudowissenschaftliche, eine idealistische und chauvinistische Hype sozusagen produziert. Allerdings wissen wir auch, dass die moderne zionistische Bewegung organisiert war. Und dass konkrete sozusagen Interventionen, konkrete Siedlungen auch unternommen wurden. So wird zum Beispiel die erste Einwanderungswelle als erste Aliyah bezeichnet, die aus Osteuropa vor allem kamen und dem Jemen. Die ersten Erfahrungen hatten sie mit, sie nennen das als Maschowa, was dem Modell entspricht, landwirtschaftliches Kleinbürgertum, Einzelbauer. Und die Hälfte davon kehrte wieder zurück. Die zweite Einwanderungswelle, zweite Aliyah, 1904 bis 1914, und sie bilden also 35.000 bis 40.000 Siedlerinnen und die bilden auch die ersten Kibbutzim. Kibbutz ist als folgendes zu verstehen. Also diese Kibbutz-Bewegung war eher anarchistisch kleinbürgerlich und das sind so jüdische Wohn- und Siedlungsprojekte kombiniert mit Wehrsiedlungen. Sie hatten zwar die Vorstellung, innerhalb einer Gemeinde kollektiv zu leben, Gemeindeeigentum zu vertreten, hatten aber auch die Rolle inne, militärisch sich zu verteidigen, weil sie eben dort sozusagen ein Wohn- und Siedlungsprojekt betreiben. Sie begann, die zionistische Bewegung begann auch, das Land von feudalen Grundbesitzern aufzukaufen. Also FNDs, sagt man im Palästina, so bezeichnet man die Großgrundbesitzer. Und und die palästinensische sozusagen Landbevölkerung war eher dann Landarbeiterinnen, die für Großgrundbesitzer als Pächter arbeiteten. Und wenn sozusagen diese Länder gekauft wurden, dann wurden diejenige Bevölkerung, einheimische Bevölkerung, auch dann vertrieben. Und dass das auch militärische Verteidigung und Offensive voraussetzt, waren sie auch dann dementsprechend so organisiert. Dann mache ich jetzt weiter. Ich versuche auch jetzt diesen Part in 10 Minuten jetzt abzuschließen und sozusagen zu Fragen und Diskussionsrunden überzugehen.
ich hoffe, dass ihr sozusagen konzeptionell verstanden habt, welche Methode wir anwenden, um die nationale Frage Kolonialisierungsprozesse zu verstehen und wie das komplexe Thema um Israel-Palästina jenseits von bürgerlichen oder, keine Ahnung, zentristischen, nationalistischen Perspektiven auch eigentlich präzise zu verstehen ist. Genau. Also das britische Mandat, also eine Kombination vom britischen Mandat, zionistische Bewegung, antisemitische Pogrome und das Scheitern auch Arbeiterinnenbewegung in den europäischen sozusagen Gebieten, den Antisemitismus, also sich dem Antisemitismus zu beugen. Auch. Und letztendlich auch die Niederlagen vor Ort konkret, die zionistische sozusagen Siedlung zu stoppen, hat dazu geführt, dass im Jahr 1953 dann insgesamt 539.000 Juden in Palästina waren. Es war genau, ich glaube Ende des Ersten Weltkriegs war das so noch 56.000, Anfang 1914 war das 85.000 und genau, dann im Jahr 1953 stieg die Zahl auf 539.000 und das macht 31,5% der Gesamtbevölkerung aus. Und die moderne zionistische Bewegung vor Ort hat auch Doktrinen entwickelt. Also nicht nur sozusagen Kibbutzen, sondern auch eine paramilitärische Organisation, zionistische Miliz wie Haganah, die sozusagen auch arabische Arbeiterinnen, arabische Bevölkerung auch angegriffen hat, um sie auch sozusagen aus den Häusern zu vertreiben. Oder von der Gewerkschaft Histadrut, hebräisch für Zusammenschluss bedeutet das. Und sie hatte auch eine Politik praktiziert mit den Losungen Kibush Havoda, Besatzung der Arbeit, und Totzeret Haretz, Produkt des Landes. Also schon sehr sozusagen völkische Konstruktionen, Doktrine, um auch sozusagen Siedlung zu voranzutreiben und die palästinensischen Arbeiterinnen, also die arabischen Arbeiterinnen auch zu vertreiben aus dem Arbeitsmarkt. Also diese Gewerkschaft war eindeutig eine im Dienste des Siedlerkolonialismus funktionierende, die sich nicht in erster Linie als Kampforgan um die Frage von Arbeitsbedingungen, von Löhnen sozusagen interessierte, sondern Ausschluss der palästinensischen Arbeiterinnen. Und somit sozusagen für die Besatzung eine Säule war, ein Stützpunkt. Vor der Staatsgründung kommt es auch sozusagen zu Revolte, arabische Revolte 1936-1939. Ich werde versuchen, die arabische Revolte und die zwei Intifada
im selben Kontext zu behandeln, obwohl sie sozusagen natürlich historische Differenzen haben und unterschiedliche sozusagen Führungen, aber um zu verstehen, wie der Widerstand auch sozusagen konzeptionell aufgebaut war und wie wir anhand der Theorie der permanenten Revolution das bilanzieren können, auch für die Zukunft. Genau, und das hier, wie das aussieht, also hier, es gibt so einen Text von Catapult Magazine, wo es gesagt wird, aber diese Karte, diese Map ist sozusagen eine Desinformation, weil Palästina als solche, als Stadt ja es nicht gab, es war britisches Mandat, deswegen können wir nicht sozusagen als diese grün markierte Stellen als Palästina sehen, aber in diesem Map geht es vor allem darum zu sehen, wie sozusagen einheimische Bevölkerung im Zuge des Siedlerkolonialismus schrittweise ihre Länder verlor und vertrieben wurde. Und wie dabei sozusagen die israelischen Siedlerinnen sozusagen sich durchgesetzt haben. Das ist, was diese Map sagt. Genau. Das Problem von arabischer Revolte und zwei Intifadas. Und wie wir das im Kontext der permanenten Revolution verstehen können. Als die arabische Revolte ausbrach, stützte sie sich auf einen richtig großen, sehr lange anhaltenden Generalstreik. Es gilt auch als der längste sozusagen Generalstreik zwischen April und Oktober von Palästinensern und glaube ich auch in der Region. Es war das Problem war, nicht erstmal das Problem, sie inspirierten sich also mit dem Generalstreik, vor allem von syrischen Generalstreik gegen den französischen Imperialismus, der vorher versprach, Syrien eine Unabhängigkeit zu geben, aber dann sozusagen davon abwich und dann sozusagen der Generalstreik auch angewendet wurde. Und auch in der ersten Intifada gibt es Streiks und Selbstverwaltungen. Wo liegt der erste Generalstreik jetzt zeitlich? Also 1936. Ah, okay. Ja. Und die arabische Revolte aber dauert 3 Jahre. Der Generalstreik dauert von April bis Oktober. 36. Genau. Und der Generalstreik forderte ein Verbot bei der jüdischen, sozusagen zionistischen Siedlung, das Verkauf von Land an die Siedlerinnen sowie die Einsetzung einer nationalen Regierung von Palästina. Und sie haben in Nablus, Jaffa schon auch in wichtigen Städten, Hafenstadt zum Beispiel in Jaffa oder städtische Handwerklerinnen, Kaufleute erreichen können. Der Generalstreik war schon in der Masse ziemlich groß. Also der Generalstreik ist schon ein essentielle Kampfmethode der Arbeiterinnenklasse. Das Problem war, dass der Generalstreik, nicht dass der Generalstreik sich sozusagen bewaffnete. Es passiert der Übergang sehr schnell von einem unterdrückten Volk, wenn sozusagen die Forderungen auch die Existenz, die Herrschaft der Kolonialherren
sehr schnell herausfordert, dass der Generalstreik auch sehr schnell diesen Übergang machen kann zu einem bewaffneten Aufstand. Es bleibt daher nicht so gewöhnlich im ökonomistischen Rahmen. Das Problem war, dass diese bewaffneten Einheiten und dass der Generalstreik, also die Revolte, untergeordnet war einer bürgerlichen Führung. Vor allem von Großgrundbesitzern, arabischen Großgrundbesitzern sozusagen angeführt. Und von Großmufti Amin Husseini, der bekanntlich ein Nazi-Kollaborateur war. Und das, genau, es gibt schon in dieser Revolte krasse Auseinandersetzungen. Und ich werde das nicht sozusagen im Detail ausführen. Ich will die Methoden, das Programm vor allem sozusagen aufzeigen und welche Kampfmittel sie angewendet haben. Und die arabische Revolte verlor, weil die bürgerliche Führung schon zuallererst sich darauf fokussierte, ihre sozusagen nationalen Staat zu haben. Es gab damals auch eine panarabische sozusagen Welle, in der schon begonnen in der Phase der Zersplitterung des Osmanischen Reiches, wo sie sozusagen selber unabhängig vom Osmanischen Staat eigenen Staat sozusagen aufbauen wollten. Und dieser Kongress dann, der sich behauptete über die Revolte, es wurde dann sozusagen mehrere Organisationen, Gemeinde, sozusagen Führungen kamen zusammen und im Amin Husseini zum Beispiel war der sozusagen Anführer von diesem Kongress damals. Und weil es aber genau dabei blieb, dass der Generalstreik, obwohl er so starke Funktion hatte und auch die britische sozusagen Armee dazu gebracht hat, dass sie mit Waffen auf die Palästinenserinnen eine Offensive auch geleitet haben und die Situation schon eine sehr explosive war und für viele Optionen offen war, blieb sozusagen diese nationale Einheit aufgrund der programmatischen Differenzen, aufgrund der Anpassung der bürgerlichen Führungen und aufgrund auch der Verhinderung, dass Arbeiterinnen sozusagen auch ihre Milizen, ihre Selbstorganisationen leiten und dass sie sozusagen bei Versammlungen, beim Kongress nicht den bürgerlichen Führungen untergeordnet sind, weil das nicht zustande kam, weil das Problem sozusagen eine politische Abhängigkeit der Arbeiterinnen, die schon gekämpft haben, monatelang gestreikt haben, weil dieses Problem existierte, konnte die arabische Revolte sozusagen, obwohl sie 3 Jahre lang gedauert hat, den Imperialismus und Siedlerkolonialismus aus dem Land vertreiben wollte, blieb sozusagen dann gescheitert. Wir werden sehen, dass viele Aufstände explosiv sind und scheitern. Erste Intifada kombinierte die traditionellen Kampfmethoden der Arbeiterinnenklasse, Streiks, Komitees etc. Mit auch wiederum wie soll ich sagen, mit den Methoden und Mitteln der Befreiungsbewegung, der nationalen Befreiungsbewegung. Ne?
Und es dauerte bis, ja genau, 1993 und es war ein Problem, dass die PLO, also die damals unter Yasser Arafat, als eine nationale sozusagen Befreiungsbewegung, die auch von Nasserismus, vom Baathismus sozusagen inspiriert war in der Region. Das sind sozusagen die Militärregime im arabischen Staaten. Also Nasser zum Beispiel war aus dem Militär in Ägypten und als Ägypten sich von Großbritannien zum Beispiel befreite, installierte er ein bonapartistisches Regime, in dem sozusagen eine Militärkaste durch Verselbstständigung der Exekutive sozusagen über die Bevölkerung und Arbeiterinnen herrschte und sich sozusagen als den Vater des Volkes sozusagen präsentiert oder Garant des Volkes. Es muss nicht immer so emotional oder so familiär konzipiert sein. Genau, und eine solche Führung, wenn sozusagen die Arbeiterinnen ohne Garantie ihrer Selbstorganisation, ohne Garantie ihrer revolutionären Parteien gezwungen sind, Teil einer nationalen Einheit, nationalen Front zu sein, sind sie automatisch untergeordnet den bürgerlichen Führungen. Weil die nationale Einheit notwendigerweise die Voraussetzung mit sich bringt, die Bourgeoisie, Kleinbourgeoisie, Großgrundbesitzer mit Arbeiterinnen zu vereinigen und ihnen sozusagen die Doktrin aufzuzwingen, dass zuallererst es darum ginge, die Befreiung, den palästinensischen Staat zu erreichen und dann sozusagen wird es darum gehen, welche Politik das Land demokratisieren könnte. Genau. Und die erste Intifada hatte aber viele Druck auch. Also auch von den westlichen imperialistischen Staaten. Und dafür hat es auch sehr lange gedauert. Und es war ein Oslo-Prozess organisiert. Und mit den sozusagen Vertretern von israelischen und israelischen Staat und palästinensischen sozusagen Führung, PLO. Und im Zuge sozusagen dieser Resolution kam ein Verrat raus, so wird es sozusagen, muss es auch definiert werden, dass sie die Grenzen von 67, also den das dritte Bild den Grenz zugestimmt haben. Die Grenze 47 ist der UN-Plan. Dort hat Stalin schon den UN-Plan, Teilungsplan unterstützt und später auch dann erste Land, Sowjetunion, das sozusagen die Gründung Israels unterstützte. Die zweite. Was? Das hier? Ja. Genau, es gibt die zwei, also und aus diesem sozusagen, diese erste Intifada hat dann die Palästinenserinnen wortwörtlich gefesselt. Die Schlussfolgerung der ersten Intifada. Das Rückkehrrecht war praktisch ausgeschlossen, wenn man die Grenzen von 67 anerkennt, weil die große Geflüchtetenfrage mit Nakba-Tag zustande kommt. Wenn Israel sich gründete, wurden 531 Dörfer, 11 Stadtviertel besetzt, zerstört und die Bewohnerinnen vertrieben. Ende 1948 waren 85% aller Palästinenserinnen zu Geflüchteten geworden.
Und das Rückkehrrecht, deswegen ist elementar zu verteidigen. Und das blieb aber sozusagen unerfüllt, oder unerfüllbar. Und das merken sozusagen die palästinensischen Führungen auch im Laufe sozusagen der Jahre mit den Erfahrungen von Oslo-Prozess und Abkommen. Und die zweite Intifada kommt zustande durch den Besuch von Sharon, damaligen Ministerpräsident Israels, in Al-Aqsa-Moschee. Al-Aqsa-Moschee in West-Jerusalem gilt schon als ein heiliger Ort für Palästinenserinnen. Und wenn er mit Polizei, Militär sozusagen den Besuch gestattete, sah das wie ein militärischer sozusagen Einmarsch aus, wie damals von Napoleon, als er sozusagen den Feldzug organisierte. Das war eindeutig eine Provokation. Und ein Message an sozusagen Palästinenserinnen, dass sie keine sicheren Orte haben. Dass alles, was kulturell, heilig, keine Ahnung, oder materiell sie mit sich selbst identifizieren, denken, in Besitz zu halten, dass es nicht der Fall ist. Und es kam auch ein Tag danach, also das war veranstaltet im Rahmen eines Wahlkampfes von Sharon. Und ein Tag danach begann dann die Intifada, also der auch Aufstand. Und es war eine Frustration von palästinensischer Seite mit den Konsequenzen von Oslo-Abkommen. Und diese Intifada ist heroisch. Die Revolte ist auf jeden Fall mit Würdigung, sozusagen Respekt zu betrachten. Allerdings politisch war das von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es war perspektivlos, selbst für Palästinenserinnen. Ich erinnere mich an ein Interview mit einem Genossen aus Palästina, die meinte, es war wie ein Suizidversuch für uns, einen spontanen, unvorbereiteten, planlosen sozusagen Aufstand zu organisieren. Genau. Das sind die Erfahrungen der großen sozusagen Aufstände von Palästina. Und wir sehen, dass all diese Erfahrungen zwar die Arbeiterinnen als kämpfende Subjekte einschließen, aber niemals als Triebkraft der gesellschaftlichen Veränderung und niemals als führendes Subjekt der Proteste, des Aufstandes, sondern Partizipierende im Rahmen sozusagen einer schon bereits festgelegten nationalen Führung. Und weil aber Palästina-Israel sozusagen nicht nur eine lokale Besatzungsfrage ist, sondern auch regionale Perspektive umfasst, auch die Nachbarländer betrifft, also nicht nur Ägypten, auch Libanon, Syrien, sogar wenn man die Bedingungen berücksichtigt in Westasien, könnte das sozusagen noch weiter erweitern. Dass eine nationale Führung basierend nur auf dem Programm eines sozusagen bürgerlichen palästinensischen Staates heute keine Chance hat, Palästina sozusagen zu etablieren. Und dass die ungelöste Frage von Selbstbestimmungsrecht, von auch Befreiung, Emanzipation von Besatzung bleibt bestehen. Warum? Weil selbst sozusagen die Nachbarstaaten Palästinas kein Interesse haben und auch kein Programm haben, das haben sie auch vorher gezeigt, gegen den Imperialismus einen konsequenten Kampf zu führen. Und wenn gegen den Imperialismus ein konsequenter Kampf stehen bleibt oder nicht geführt wird, kann auch seine stärkste Verbündete in der Region, Israel sozusagen, nicht rausgeworfen werden. Ähm,
die bürgerlichen Generäle der arabischen Massen, die vor allem als politische Protagonisten auftauchen, die aus genau Armeen und so entstehen, die haben auch gezeigt, dass sie weder zum Sieg führen, noch im Falle eines sozusagen bürgerlichen, bonapartistischen Staats die Emanzipation versprechen können. Auch Islam als eine organisierte politische sozusagen Strömung ist eine Folge sowohl von Ersten Intifada, weil daraus Hamas entstanden ist, aber auch von US-Invasion im Irak 2003 und heute zum Beispiel mit der Machteroberung von Taliban in Afghanistan als eine Folge von imperialistischen Invasionen. Gleichzeitig, und das ist sehr wichtig, die konterrevolutionäre Verzweiflung der Massen. Das muss man so definieren, weil die islamische sozusagen Installation eines Staates nicht nur die Frauen sozusagen in die Verhältnisse des Mittelalters zurückwirft und Sklavenmärkte sozusagen eröffnet, sondern auch, dass eine solche sozusagen Führung notwendigerweise die Arbeiterinnen, also den jeglichen Klassenwiderspruch sozusagen verwässert und ja, und eine fundamentalistische sozusagen Linie in eine fundamentalistische Linie bringt, den Kampf gegen Besatzung, gegen Imperialismus hauptsächlich als Religionskonflikt zu reduzieren. Was war das letzte? Als Kampf gegen Besatzung und Kolonialismus auf Religionskonflikt zu reduzieren. Also es machen nicht nur die Antideutsche, die die das Problem des Zionismus, der Besatzung Palästinas auf die Religion des Konflikts sozusagen zu reduzieren, das machen auch die islamischen Organisationen. Genau. Und in der Hinsicht, die permanente Revolution bedeutet zuallererst all diese Lehren aus gescheiterten Revolten, wie Kolonialisierungsprozess aussah, wie die nationale Frage aussah, wissenschaftlich, konkret zu veranschaulichen, dass die demokratische Frage nicht im Rahmen einer nationalen Einheit, nicht im Rahmen einer Volksfront, nicht im Rahmen eines militärischen Bonapartismus, nicht im Rahmen einer islamischen Führung, nicht im Rahmen eines sozusagen auf ein Land beschränktes sozusagen Selbstbestimmungsrecht reduziert, sondern dass die Palästinenserinnen erkennen müssen, sie haben den Willen zu kämpfen, ihnen fehlt das Programm, um zu siegen. Und die Partei. Die permanente Revolution bedeutet Neuaufbau der Gesellschaft unter der Führung des Proletariats. Deswegen entwickelt Proletariat auch seine Organe in diesem Staat. Er übergibt seine sozusagen revolutionäre Partizipation nicht direkt an Bürokraten und Funktionärinnen. Das war eine Generation der Revolution in Russland. Das Proletariat braucht sowohl im Zuge der Revolution als auch danach seine sozusagen auch Räte und die Ausweitung der Revolution auf die Region, um überhaupt den Imperialismus aus der Region raustreiben zu können. Der Imperialismus kann eine Schlacht verlieren in einem Land, wird aber den Krieg nicht verlieren, wenn sie nur mit einer Schlachtniederlage rauskommt. Weil sie gestärkt daraus hervorgeht, die Region belagert und sozusagen durch Sanktionen, durch politische Maßnahmen und sogar militärischen Interventionen diese kurze taktische Schlachtniederlage wieder zugunsten eigener Interessen umdrehen kann. Deswegen haben wir die Notwendigkeit, eine derart
Herausforderung, eine Revolution zu konzipieren, die sich vornimmt, die Emanzipation Palästinas in der Zusammensetzung und Führung von jüdischen und arabischen palästinensischen Arbeiterinnen und in der Ausweitung auf die regionale Ebene zu entwickeln. Das bedeutet auch eigentlich eine Situation, wo viele arabische Staaten gerade failed states sind, zum Beispiel Libyen, zum Beispiel Syrien, zum Beispiel Irak, Iran gibt es krasse Krise, auch ökonomische Krise, auch die Repräsentationskrise, dass wir in eine falsche Methode, also wenn wir die falsche Methode benutzen, die Situation nur nach lokalen Verhältnissen zu verstehen, dann sind wir dazu gezwungen, nur beschränktes Programm anzubieten. Der Marxismus entwickelt sein Programm nicht durch lokale Zusammensetzungen der Ökonomie, der Politik, sondern die Weltwirtschaft als Maßstab, um davon ausgehend sozusagen das Bedürfnis der Revolution auf nationalem Boden, wo sie dann beginnt, zu konzipieren und zu sehen, dass es alles eine Totalität darstellt, systemische sozusagen Verbindungen hat. Genau. Wenn wir aber aus nationalen Bedürfnissen das Programm ableiten, da bleibt es sozusagen beschränkt und führt uns zu Variationen, die vorher sozusagen mit Niederlagen noch geendet haben. So viel. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.